Willkommen zum Immo-Turnier und willkommen zum Spiel zwischen dem FC Sevilla und dem FC Schalke 04 aus dem Aloha Park. Ich bin der Dennis vom Kanal Immo615 und der Kommentator dieser Begegnung. Ja, da haben wir gestern ein Spiel gesehen, wo man sich so denkt, wow, Top-Teams. Heute geht es auch hier mit zwei Top-Teams weiter, nämlich zwei Teams, die ja eine Kategorie da unterspielen würden, nämlich Europa League. Feeling. Heute die Aufstellung vom FC Sevilla völlig unverändert gegenüber der Niederlage gegen den FC Everton. Auch der FC Schalke 04 unverändert gegenüber der Niederlage gegen Villarreal. Ja, wahrscheinlich wurden den Fans, wahrscheinlich haben die Fans und alle anderen die Schalker ganz groß beschimpft. Ne? Mit was für einer. Ja, wenn man das mal so sagen darf, Arroganz hat man das Elfmeterschießen gespielt. Also, das war schon echt, ja, übelst. Mal schauen, ob sich das hier heute ändert. Ob heute eventuell wieder der Fußball wichtiger ist als die Arroganz. Und heute gegen den FC Sevilla besserer Fußball gespielt wird. Der Sieger spielt gegen die Tottenham Hotspurs um den 21. Platz. Der Verlierer spielt um Platz 23. Für beide Teams natürlich schon eine Enttäuschung. Sicherlich. Aber damit muss man jetzt zurechtkommen. Dementsprechend spielt man natürlich vor kleiner Kulisse. Schiedsrichter kommt heute aus Portugal. Und dann schauen wir mal, wie sich diese beiden Teams heute schlagen werden. Und damit kann es losgehen. Die Schalker in blau gedresst gegen Sevilla in weiß gedresst. Also, mal schauen, ob welches Spiel wir heute hier sehen werden von beiden Teams. Also, es gab Phasen, wo beide Teams ordentlich gespielt haben. Ja, es gab aber auch Phasen, wo beide Teams echt zum Kopfschütteln gespielt haben. Von daher ist das auch fast schon wirklich verdient, dass sie hier heute spielen und nicht früher gespielt haben. Und Sunzi. Esquerdo und Vaquez. Gute Macht, Ben Yedda, gegen Naldo, der Verlierer. Bentaleb und Meier. Goretzka. Embolo. Ja, Goretzka kommt da jetzt nicht dran vorbei, läuft direkt auf den Verteidiger auf. Keine gute Szene. Und Sunzi. Ben Yedda. Esquerdo. Sarabia. Ben Yedda wieder zurück, Sarabia. Ah, kann den Ball sich mehrfach behaupten. Ah, Flanke kommt aber nicht gut an. Da stehen dann zwei Abwehrleute fast schon als Mauer. Wir können ihn abfangen. Einwurf für Sevilla aus weiter Entfernung. Der Ball ist echt weit weggesprungen. Goretzka. Und Choupo-Moting. Ja, Schiri sagt kein Foul. Vitolo und Vaquez. Choupo-Moting. Embolo. Gut gemacht. Sarabia. Und Esquerdo. Ben Yedda. Ben Yedda und kein Anspiel. Und
Ja, Torwart lässt ihn weit nach hinten laufen. Rico, nämlich, der lässt ihn sehr weit nach hinten laufen. Den Ball hat ihn vorsichtshalber abfangen wollen, obwohl da noch nicht mal irgendwie ein Schalker in der Nähe war. Und dafür kriegt er gelb. Das kann ihm auch fast Lachs sein. Das kann nur noch wichtig sein für das Spiel direkt. Nein, er kriegt keine gelbe Karte vom Portugiesen. Goretzka mit dem Foul aus meiner Sicht klar gelb. Aber den kriegt er nicht. Er kriegt keine Karte dafür, für dieses Foul. Wenn sich das dann aber nicht später rächt, dass der Schiedsrichter jetzt hier so lasch entschieden hat. Das könnte eventuell ein brutales Spiel werden. Vitolo. Und Sarabia kriegt den Ball nicht und es gibt Einwurf für Schalke. Eigentlich steht er da direkt davor, wollte den Fuß wahrscheinlich direkt auf den Ball legen. Oh. Luftloch getreten, kann man sagen. Meier. Und Choupo-Moting. Meier. Gut gemacht von Vaquez. Ja. Bentaleb. Und Choupo-Moting. Ben Yedder. Vitolo. Vito war das. Vitolo ist auf der anderen Seite. Huntelaar. Choupo-Moting. Meier. Ja, die Schalker finden jetzt einfach keinen Weg dadurch. Bentaleb. Und gut gemacht. Und Einwurf. Erstmal hier die Gefahr entschärfen. Mbolo. Mbolo kommt am ersten vorbei. Mbolo kommt nicht am zweiten vorbei. Abgefangen der Ball. 36 Minuten gespielt. Beide Torhüter mussten nicht wirklich eingreifen in dieses Spiel. Bislang Rico ja mit einem Ballbesitz. Ja, oder mit einem Schuss, den hätte man selbst. Ja. Der hätten selbst Spieler, die gerade mal 4 Jahre alt sind, abgefangen. Bentaleb. Und Rita. Goretzka auf dem Flügel. Kann er die Flanke ziehen? Na, er will ihn überhaupt passen. Mbolo. Pass war eine gute Idee. Wenn er dann genau gewesen wäre. Meier. Und Bentaleb. Goretzka. Mbolo. Und Goretzka, ja, den wollte er haben, den Elfer, den kriegt er aber nicht. 2 Minuten Nachspielzeit wird angezeigt und dann war's das. 0-0. Fährmann musste nicht wirklich was machen, Rico musste nicht wirklich was machen. Also hoffen wir mal darauf, dass in der zweiten Halbzeit die Partie besser wird. Und dann schauen wir mal, ob es so sein wird. Die 52 Minuten gehen los. Wechsel. Bentaleb verlässt den Platz. Stambouli kommt rein. Und mal schauen, ob sich das dementsprechend dann jetzt auch so zeigt, dass die Partie eventuell sich etwas anders gestaltet. Bentaleb ja eher der Offensivspieler. Stambouli eher der Defensive. Dass vielleicht jetzt der FC Sevilla öfter in Richtung Fährmann kommt. Vaquez und Sundi. Guter Pass auf Sarabia. Schön in die Mitte. Fährmann, was machen die denn da? Wird es das Turnier der Eigentore? Sarabia wird gefeiert wie ein Held, aber das ist nicht sein Tor. Fährmann kriegt den, aber was für ein Eigentor war das. Direkt schön aufs Knie, also das kann kaum schlimmer kommen.
Baba mit dem Eigentor. Also wenn schon die Stürmer nicht treffen, dann machst du ein Eigentor halt. Also irgendwie ist das echt bitter. Das werden wir wahrscheinlich gleich nochmal ein paar Mal in der Wiederholung sehen, wie das Eigentor passiert ist. Jetzt sind die Schalker natürlich gefordert, dieses Eigentor irgendwie wieder wettzumachen. Huntelaar. Das war nichts. Sarabia. Esquerdo. Und Nsunsi. Vitolo. Goretzka. Maja. Stambouli. Auf Choupo-Moting. Der verliert den Ball gegen die beiden Verteidiger. Nämlich gegen Vaquez und gegen Mariano. Sarabia. Der wirklich ein gutes Spiel heute abliefert. Goretzka. Und Maja. Mit der Hacke weitergeleitet. Huntelaar. Vitolo. Nsundi. Sarabia. Foul, Freistoß. Ja, der Trainer, der Schalker versteht das nicht. Warum es dafür Freistoß gibt und für andere Sachen nicht. Vaquez verlässt den Platz ganz und kommt rein. Und auf der anderen Seite, Embolo verlässt den Platz. Schöpf kommt rein, der war ja nicht so weit weg von, von der Seitenlinie. Also mal schauen, ob die Wechsel jetzt was bringen. Freistoß. Esquerdo. Mit Kurztritt. Sarabia auf Ben Yedder. Vito. Und Sundi. Vito. Und Ganso. Ah, langsam. Man will das halt jetzt wirklich sehr viel auf Zeit spielen. Man spielt sehr weit wieder zurück. Bis zur Mittellinie. Also das... Ja, da sieht man natürlich, dass man hier eventuell nicht den Konter fangen will. Dass man jetzt wirklich an der Uhr drehen will. Vito. Ja, Baba kann die Flanke abfangen. Der wahrscheinlich, wenn das Spiel so endet, nicht gut schlafen kann. Leider haben wir das ja nicht öfter gesehen dürfen, das Eigentor. Ja, Fährmann kam da ja theoretisch ran, hat den Ball in Richtung Knie von Baba abklären können. Und der springt dann ins Tor. Also, der Ball. Und ja, es ist unglücklich gelaufen. Es ist wirklich unglücklich gelaufen. Aber das passiert eben, wenn die Abstimmung zwischen Torwart und Verteidiger nicht gut läuft. Dann kassierst du eben auch so welche Dinger. Und am Abschluss können sie spielentscheidend sein. Ganz so. Feld gibt keinen Freistoß. Hat der Schiedsrichter richtig gesehen? Goretzka. Und Schöpf. Weiter Ball Richtung Rita raus. Oh. Ärgert er sich. Wechsel. Nsundi verletzt den Platz. Ibora kommt rein. Also wirklich, jetzt hier Stabilität reinbringen. Auf der anderen Seite natürlich Offensivität reinbringen. Kolumbianka kommt für Choupo-Moting. Der bislang immer noch das einzige Tor der Schalker geschossen hat. Rita. Flanke kommt. Flanke geklärt. Goretzka. Und Naldo. Ah, nicht gut angenommen. Sarabia. Ganso.
Vitolo. Und Baba fängt den da hinten ab. Gegen Ben Yedder. 4 Minuten bleiben den Schalkern noch, um diese Schmach wegzumachen. Jetzt vielleicht die größte Chance hier. Chef, Chef mit der Chance! Und Sergio Rico ist da, wenn man ihn braucht. Chef mit einem Superschuss und Rico mit einer Glanzparade. Die erste wirklich ernsthafte Möglichkeit in diesem Spiel überhaupt. Und das kurz vor Ende der Partie. 2 Minuten haben wir noch plus Nachspielzeit. Es gibt Eckball für die Deutschen. Ecke Goretzka. Und Kopfball geklärt vom Verteidiger. Rico wäre zwar da gewesen. Fährmann mit nach vorne gelaufen. Der jetzt natürlich nach hinten wieder muss. Bevor es ganz böse endet. Goretzka. Goretzka setzt sich hier durch. Goretzka schön in die Mitte und dann der Pfosten und dann der Ausgleich. Der Ausgleich in der letzten Minute durch Schöpf. Richtige Einwechslung. Goretzka rübergespielt. Schöpf gegen den Pfosten. Den Huntelaar gegen den Pfosten und Schöpf macht den dann rein. Da kommt Sergio Rico nicht mehr ran, weil er den da nicht zu früh sieht. Und da trifft der Österreicher zum Ausgleich kurz vor Ende des Spiels. Und damit kriegen wir eine Verlängerung. Wer hätte damit gerechnet? Schöpf, erster Treffer im Turnier. Und Sevilla schüttelt mit dem Kopf. Es hätte alles so schön werden können. Und am Ende steht es 1:1 nach Ende der 90 Minuten. Damit gibt es jetzt Nachschlag. Und dieser Nachschlag muss jetzt sitzen. Also 1:1 nach 90 Minuten. Die nächsten 30 Minuten stehen an. Die ersten 15 jetzt und gleich die zweiten 15. Ja, wenn man sich die Statistik anguckt der ersten 90 Minuten. Sevilla hat eine einzige Chance gehabt und die saß. Wenn man das mal so sagen darf. Also, während der FC Schalke 04 sich da vorne abgeackert hat, zum Ende hin des Spiels, ja, und dieser Mann hier den Ausgleich erzielt hat und wir deswegen noch spielen, hier nochmal der Treffer vom Ausgleich. Riesen Wohltat. Goretzka. Und da ist er wieder. Schöpf. Schöpf in die Mitte. Huntelaar. Trifft ihn ganz schlecht. Das kann der Niederländer besser. Sarabia. Na, jetzt gegen 3 Schalker. Klärt ihn lieber ins Aus. Klärt ihn lieber ins Aus. Völlig in Ordnung. Rita. Und Kolumbianka. Schöpf. Und Einwurf. Kolumbianka wieder. Ah, faul, Schiri sagt nichts. Der sagt aber grundsätzlich schon in diesem Spiel grundsätzlich sehr wenig. Wenig Freistöße gegeben. Wenig Karten. Ich glaube noch keine einzige. In diesem Turnier oftmals ja die Fairness eher walten lassen oder die Großzügigkeit der Schiedsrichter. Sehr wenig Karten gesehen in diesem Turnier. Vitolo und Fährmann. Da konnte er sich mal beweisen. Da konnte er sich mal beweisen. Es gibt Eckball für Sevilla. Also Ecke ist Sevilla. Ah, weggeklärt. Mariano. Ah, wird die Foul. Schiri sagt
Foul, Freistoß. Und das ist eine gute Position für eine richtig gute Flanke. Wir müssen jetzt die Schalke aufpassen. Also Freistoß. Vito. Flanke kommt gut. Kopfball. Eher nicht. Ich glaube, es sah stark danach aus, dass er geklärt worden ist. Hören wir das. Und dann ist der Halbzeitpfiff. Halbzeit der Verlängerung. 1-1 unentschieden. Sehen wir hier heute ein Elfmeterschießen? Und wenn ja, wird es dann weniger mit Arroganz zu tun haben? Das ist die Frage. Die zweiten 15 Minuten stehen an. Beide Teams unverändert, zumindest aufstellungstechnisch. Ich glaube, Wechselkontingent ist auch von beiden aufgebraucht bereits. Von daher schauen wir mal, wie die 11 Leute auf jeder Seite jetzt die letzten 15 Minuten gestalten. Ibora, denn jeder. Jeder läuft da ohne Probleme lang. Sarabia. Sarabia mit der Möglichkeit. Sarabia! Und das müsste Sampuli gewesen sein, der ihn rausklärt. Der eigentlich dafür nicht bekannt ist, unbedingt als Verteidiger hier zu gelten. Aber hinten die Lücke dicht macht. Ecke Sarabia. Der hat ja schon im Spiel eine richtig gute Ecke gebracht. Wenn jeder. Ah, schirmt den da gut ab. Vito. Vito! Ja, die Chance war da. Doch der Ball meilenweit am Tor vorbei. Schade. Das wäre vielleicht hier der Treffer gewesen. Der Treffer, der hier alles entschieden hätte. Goretzka. Und Hövedes, der mittlerweile mehr im Mittelfeld arbeitet. Deswegen wahrscheinlich Stambouli jetzt hinten in der Verteidigung. Hövedes. Aber dementsprechend, wenn der Abwehrspieler da fehlt, dann sind sie natürlich da in Unterzahl. Wir sehen auch jetzt in der Grafik, okay, die Grafik wird jetzt hier nicht eingeblendet, dass theoretisch die Schalker auf absolut alles nach vorne. Volles Risiko, die wollen kein Elfmeterschießen haben. Das kann natürlich ganz böse enden. Kolumbianka und Schöpf. Schöpf in die Mitte gespielt, rausgeklärt, gut gemacht vom Verteidiger vom FC Sevilla. Und jetzt kann es natürlich knallen hinten, wenn du hinten keine Verteidiger stehen hast. Aber wenn jeder spielt dann lieber Richtung Flügel, anstatt da Richtung Tor zu laufen. Vitolo kann ihn nicht kriegen. Und 2 Minuten Nachspielzeit. Und jetzt aber kriegt er ihn. Vito. Sarabia. Ganz so. Mit der Möglichkeit hier. Zum letzten. Das war's. Unentschieden. 1-1. Es gibt ein Elfmeterschießen. Und jetzt können wir sehen, ob die beiden Teams aus diesem, ja, aus dem letzten Spiel was gelernt haben. Oder nicht. Elfmeterschießen. Einer von beiden spielt weiterhin um den positiveren Platz, nämlich um Platz 21. Der andere spielt nur noch um Platz 23. Und jetzt geht's los. Elfmeterschießen. Eines der beiden Teams wird das verlieren. Ganz so gegen Fährmann. Und Fährmann kriegt den. Kolumbianka gegen Rico. Kolumbianka und Rico kriegt den. Die Torhüter heute in Topform. Benjeda gegen Fährmann und der geht auch nicht rein. Jetzt der Torschütze zum Ausgleich. Schöpf mit weitem Anlauf. Schöpf gegen Rico. Schöpf trifft den. Vitolo gegen Fährmann. Und der knallt gegen den Pfosten. Fährmann bleibt stehen. Naldo mit der Möglichkeit.
Naldo gegen Rico. Naldo trifft. Und jetzt muss der Ball sitzen. Sonst ist Sevilla raus. Ibora gegen Fährmann. Er läuft an. Drin ist er. Wenigstens einer trifft. Jetzt muss Rico den halten. Sonst sind sie raus. Meier. Meier hat letztes Mal auch den Elfmeter nicht getroffen. Meier gegen Rico. Und Meier trifft. Und Schalke ist eine Runde weiter. Mit was für einem Spiel sind sie eine Runde weiter? Erst Riesenpech durch das Eigentor. Dann in der letzten Minute der regulären Spielzeit sind sie noch in die Verlängerung gekommen. Hier nochmal das Tor zur Sieg. 4:1, insgesamt 5:2 das Endergebnis dieser Partie. Und Schalke spielt gegen die Tottenham Hotspurs, während der FC Sevilla gegen Juve spielen muss. Mit was für einer Partie war das hier heute zu rechnen? Eigentlich war das gar nicht so extrem aufregend zu rechnen, aber wir haben ein richtig gutes Spiel gesehen. Und damit verabschiede ich mich meinerseits hier aus dem Stadion. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.